Otto. So. Ja, meine Damen und Herren, es gab in diesem grauen Novembermonat durchaus auch Lichtblicke. Ich meine zum Beispiel die Wiederwahl von Herrn Obama. Bitte, ich möchte es jetzt nicht überbewerten, aber ich bin ehrlich, es hat mich doch ein wenig überrascht, diese Wiederwahl, weil die Wall Street, die Finanzindustrie, die Banken hatten doch sehr auf Romney gesetzt und dem die Milliarden wirklich für den Wahlkampf hinten rein geblasen, gell? Und fast hätte es auch geklappt. Und dann kam der Hurrikan Sandy, eine Naturkatastrophe, auf die hofft wahrscheinlich auch der Steinbrück, ja. Und interessant fand ich, dass dann einen Tag nach der US-Wahl die Aktienkurse der amerikanischen Großbanken aber wirklich in den Keller gesaust sind. Allein Goldman Sachs hat verloren um 6,6%. Und ich habe gedacht, ja, super, dann das beweist doch, am Ende entscheidet doch nicht nur das große Geld. Und ich habe mich dann gefragt, beginnt jetzt vielleicht eine neue Zeit? Und bevor Sie sich solchen Gedanken hingeben, möchte ich Ihnen beweisen, dass da kein Anlass besteht zum Optimismus und dass es einer Bank wie Goldman Sachs wirklich am Arsch vorbeigehen kann, wer da gerade jeweils den amerikanischen Präsidenten spielt, weil die haben genug Eichenleute. Jetzt schauen Sie her, Goldman Sachs, großer Krisengewinner und wieder mit einem milliardenschweren Quartalsgewinn. Der US-Chef von Goldman Sachs, das ist Herr Lloyd Blankfein, ein Mann, der in der Bronx aufgewachsen ist und deswegen sehr gut weiß, wie man anderen auf die Fresse gibt. Der Deutschlandchef von Goldman Sachs ist Alexander Dibelius und fürs internationale Geschäft im Vorsitz sitzt bei Goldman Sachs der Ire Peter Sutherland, ein Ire, ehemaliger EU-Kommissar und Mitglied in der Trilateralen Kommission. Die Trilaterale Kommission, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Die Trilaterale Kommission ist eine kleine, sehr feine private Politikberatung in Washington. Da sitzen 300, 400 Leute mit sehr viel Macht. Da sitzen zum Beispiel in der Trilateralen Kommission sitzen zum Beispiel Leute wie Lukas Papademos, kennen wir noch, griechischer Regierungschef oder in der Trilateralen Kommission bis vor kurzem auch noch der italienische Regierungschef Mario Monti. Was verbindet Monti und Papademos darüber hinaus? Richtig, beide waren einmal bei Goldman Sachs. In der Trilateralen Kommission aber auch vertreten Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz war einmal Chef der Weltbank, musste dann aber sein Böstli abgeben, weil er seine Freundin protestiert hat. Er hat ihr in der Weltbank ein Böstli zugeschoben mit Gehaltserhöhung. Musste zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Robert Zöllig. Und wo war Zöllig vorher? Richtig, bei Goldman Sachs. Zöllig übrigens bitte niemals verwechseln mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Robert Zollitsch. Robert Zollitsch hat an dieser Tafel eigentlich überhaupt nichts zu suchen, aber ich lasse ihn mal hängen, weil man weiß ja nicht. Und im Übrigen fällt mir ja gerade ein und auf, Peter Sutherland ist ja nicht nur im Vorsitz bei Goldman Sachs International und in der Trilateralen Kommission, sondern er ist ja auch noch Berater der Apostolischen Güterverwaltung. Und wo hockt die Apostolische Güterverwaltung? In Rom. Und wer hängt dauernd in Rom herum? Zollitsch, jetzt habe ich dich doch am Hacken. Ja? Goldman Sachs hat aber auch noch andere Nutztiere laufen auf dem großen Straßenstrich der Macht. Zum Beispiel Petros Christodoulou war bei Goldman Sachs und was macht er heute? Chef der griechischen Schuldneragentur. Oder Charles Henry de Croissy war lange 7 Jahre bei Goldman Sachs. Was macht der Franzose heute? Er überwacht in Frankreich die Finanzaufsicht. Oder Philippe de Murphy. Ja, war 23 Jahre bei Goldman Sachs. Was macht er heute? Er ist US-Botschafter in Berlin. Philip D. Murphy, auch Mitglied der Atlantikbrücke. Die Atlantikbrücke, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Die Atlantikbrücke ist ein Elitenetzwerk, ein deutsch-amerikanisches Elitenetzwerk. Da hocken Politiker, Finanzgesindel, Journalisten, ja, denken über die Zukunft nach, eine Denkfabrik. Und sie kümmern sich auch um den politischen Nachwuchs der Zukunft. Die Atlantikbrücke hat Förderprogramme, Young Leader,
Leadership-Förderprogramme von den Programmen der Atlantikbrücke zum Beispiel haben profitiert. Cem Özdemir von den Grünen oder Julia Klöckner von der CDU. Aber die Atlantikbrücke hat auch gefördert, halten Sie sich fest, zu Gutenberg, Christian Wulff und Silvana Koch-Merin. Man möchte sich vor Vergnügen in die Hose schiffen, ja? Dann Mitglied in der Atlantikbrücke auch Goldman Sachs-Chef Deutschland Alexander Dibelius und unsere geschätzte Kanzlerin, die allerdings auch ganz direkt sich beraten lässt von Alexander Dibelius von Goldman Sachs. Den haben wir hier. Oh ja, Robert Rubin, ja, war mal Finanzminister unter Bill Clinton. Und wo kam er her? Genau, von Goldman Sachs. Ja. Was macht Robert Rubin heute? Er berät Timothy Geithner, den jetzt noch amtierenden US-Finanzminister. Allerdings ist der Geithner nur noch bis Januar im Amt. Dann macht er nimmer, dann braucht er ein neues Böstli. Und wo geht er hin? Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal zu Goldman Sachs. Ja? Geithner war nämlich noch nie bei Goldman Sachs und deswegen hat er einen ganz engen Mitarbeiter, Mark Patterson. Und wo war Mark Patterson vorher? Bei Goldman Sachs. Timothy Geithner, im Übrigen auch ehemaliges Mitglied der Trilateralen Kommission und Mitglied im Council on Foreign Relations. Der Council on Foreign Relations, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Der Council on Foreign Relations, das ist eine der mächtigsten Denkfabriken der Welt. Da hocken 3.000, 4.000 wirklich mächtige Oberheinzen, ja? Und die denken nach über die Zukunft und nachdenken über die Zukunft. Das kostet Geld. Und wo kommt das Geld her für den Council? Wo kommt's her? Wo kommt's her? Unter anderem von Goldman Sachs, ja? Mitglied im Council on Foreign Relations ist auch Henry Paulson. Er war mal Finanzminister unter George W. Bush. Und wo war er vorher? Bei der Sparkasse in Lüdenscheid. Nein, Späßli. Ja, Späßli. Konrad Späßli. Wo war Paulson vorher? Wo war Paulson vorher? Natürlich, er war der alleroberste Chef von Goldman Sachs. Paulson, dadurch sehr gut vernetzt mit E. Gerald Corrigan. Corrigan war der amerikanische Notenbankchef. Und was macht er jetzt? Er ist jetzt bei Goldman Sachs. Aber er ist auch Mitglied des Council on Foreign Relations und er ist Mitglied in der Group of 30. Die Group of 30. Das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Das ist ein Lobbyclub der Finanzmafia. Da ist der Corrigan drin. Und wer ist noch in der Group of 30? Mario Draghi. Und wo war Mario Draghi vorher? Bei Goldman Sachs. Und was macht Draghi jetzt? Er ist Chef der EZB. Und wer war auch bei der EZB? Mein Würzburger Landsmann Ottmar Issing war jahrelang Chefökonom und Berater der Kanzlerin. Und was macht Ottmar Issing jetzt? Er berät Goldman Sachs. Und deswegen ist Issing vernetzt mit Jean-Claude Trichet. Hier die Verbindung, der Vorgänger von Draghi. Und was macht Trichet jetzt? Er ist in der Group of 30 und in der Trilateralen Kommission. Und deswegen kennt er auch den Papademos und Mario Monti. Die kennen sich alle. Und er war in Rom. In Rom. Das kann nicht sein. Ganz ruhig, Brauner. Moment. Das haben Sie sehr schön gemacht, ja. Herr Doktor. Schon, ja. Sehr, oder? Sehr schön. Fast perfekt. Die Trilaterale Kommission. Ja. Fast perfekt. Ja, gell? Wieso fast? Ja, es haben Sie ein paar kleine Fehlerleid eingeschlichen, wenn ich Ihnen das als Ihr Öffentlichkeitsarbeiter mal so sagen darf. Was? Fehler? Wo? Robert Zöllig ist auch Mitglied in der Trilateralen Kommission und in der Group of 30. Ach ja, Klugscheißer, das weiß ich auch. Ha. Warum haben Sie es dann nicht gezeigt? Ja, ich wollte halt niemanden verwirren. So, ja, gut.